Moin moin liebe Buddhabellen, willkommen zurück zum FIFA 15 Karrieremodus mit 1860 München. Es geht in der zweiten Bundesliga weiter heute gegen Fortuna Düsseldorf. Und glücklicherweise ist Stritzel wieder fit. Nach der Schulterprellung hat er sich ziemlich schnell kuriert und kann jetzt wieder mitmachen. Im letzten Spiel, ja, ist natürlich doof, dass er ausgefallen ist. Ich wollte ihn eigentlich ordentlich testen, deswegen lasse ich ihn jetzt einfach nochmal spielen. Kann er nicht schaden, Okotie muss nochmal von der Tribüne aus zuschauen. Aber das sollte er ja aus dem echten Leben gewohnt sein, ne? Oder? Keine Ahnung, ich verfolge das gerade gar nicht so. Ich sag's einfach mal. Aber Stritzel ist ein guter Junge. Aus dem kann was werden. Mal sehen, ob er Fernschüsse kann. No! War ganz gut. War ein ganz guter Schuss. Zwar direkt auf Mann, aber immerhin scharf. So, wie ist die Taktik von Düsseldorf? Lass mich raten. Über die Außen, in die Mitte flanken. Hauptsache, die sind nicht so zweikampfstark wie St. Pauli. Das hat mich echt teilweise um den Verstand gebracht. Aber selbst da haben wir es dann ja geschafft, uns durchzusetzen. So, da auf den Außen läuft Adlung. Das hat der Stritzel gut geschafft, den Ball rüber zu spielen. Und, oh, da steht keiner. Stegmeier. Stegmeier, rein da. Schuss. Nochmal Schuss direkt auf den Torwart. Das gibt's doch nicht. Und der Stahl hält beide Bälle. Ach, das große Versäumnis von Stegmeier. Ah, das war abseits. Okay, dann bleiben wir da mal weg. Unnötige Freistöße wollen wir natürlich nicht provozieren hier. Stritzel ackert mit nach hinten. Aber er kriegt den Ball nicht. Rechte Seite, Strobel wird wieder hier beackert, beziehungsweise muss den Gegner beackern und grätscht gut weg. Einwurf. Oh, Fehlpass. Das wollen wir doch mal nutzen. Ach. Da grätschen die einfach dazwischen und hauen wir den Ball weg. Oh Gott. So, das könnte was werden. Nein. Oh, doch. Doch, genauso wie es geplant war. Oder so. Oder auch nicht. Mann, Mann, Mann. Das wird schwer hier zu Chancen zu kommen. Ich merke das schon. Die sind anscheinend nicht allzu langsam in der Defensive und stehen gut und da ist die Chance für Fortuna Düsseldorf. Aber es reicht nicht für ein Tor. So, schön ausgetrickst. Rodri zieht nach innen. Stegmeier haut den rüber. Es klappt auf jeden Fall, dass wir zu Chancen kommen. Nur die Abschlussgenauigkeit ist noch nicht auf dem Höhepunkt. Da ist noch was drin. Stegmeier fehlt hier auf der rechten Seite. Wäre ich mal nicht weggelaufen. Ne? Oh, Rodri. Sauber. Stritzel kriegt's nicht. Adlung kriegt's auch nicht gebacken. Auch hier wieder Ballverlust über Ballverlust. Dominik Stahl. Da fehlt mir ein Weigel. Da sollte ich mal schauen, ob der nicht schon wieder fit ist. Nicht, dass ich das einfach übersehen habe. Och, da laufe ich am Ball vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Also eins muss man sagen, ich hätte viel mehr aus meinen Möglichkeiten machen sollen. Achso, und falls ihr euch hier wundert, ne, wieso ich gerade nicht auf den ersten Bundesligaspieltag eingehe. Ja, ich produziere gerade vor, weil ich am Wochenende ja gar nicht zu Hause bin und das deswegen gar nicht so live rüberbringen kann. Ist zwar schade, aber wir können ja mal spekulieren, was so passiert. Ich glaube ja, gerade, also erster Spieltag der ersten Bundesliga natürlich, ne? Ich glaube ja, dass
Bayern ziemlich deutlich gewonnen hat. Dass Schalke und Bremen, das wird ein richtig knappes Spiel, glaube ich. Ich glaube, das wird so ein 0-0 ganz lange und dann zum Schluss wird wahrscheinlich Schalke gewinnen. Leider, muss ich sagen. Ich würde es meinen Bremern echt gönnen, aber Schalke hat einfach die bessere Mannschaft und mit Breitenreiter jetzt auch wieder einen guten Trainer, der offensiv denkt. Und dann könnte es wahrscheinlich doch so sein, dass sie das Tore fallen. Dann wäre es wahrscheinlich eine 1-1 ganz lange. Also ich glaube auf jeden Fall unentschieden. Oh, 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 oh. Fuck. Ich habe mich noch gar nicht berührt. Wie kann das denn sein? Wird wahrscheinlich eine rote Karte geben, oder? Oder auch nicht? Ja, doch. Oh, da hake ich voll rein. Verdammt. Und es gibt Elfmeter für Düsseldorf. Benchop gegen Ortega. Wer gewinnt? Och, diesmal habe ich mir wieder die falsche Seite ausgesucht. Das gibt's doch gar nicht. 1-0 für Fortuna. Wird schwer genug hier zu gewinnen. Ich hab's geahnt. Keine Offensivaktion von uns, die gut war. Die wirklich zwingend war. Stritzel hier. Nee, das klappt nicht so gut. Och. So. Immerhin eine Ecke. Hätte auch wieder ein Elfmeter sein können. Man weiß ja nie. So. Stahl. Hau rauf da! Das gibt's doch nicht! Abgefälscht! Oh, das wäre so wichtig, wenn wir hier in der ersten Hälfte noch den Ausgleich erzielt hätten. Vielleicht schaffen wir es noch. Nein! Man könnte meinen, wir spielen mit einmal weniger. Vielleicht ist Stritze doch nicht der gute Mann da vorne. Ich werde mal den Wolf wieder einwechseln. Vielleicht klappt das besser. Der hat gegen Pauli auf jeden Fall auch gut gearbeitet. Ist das schön weggeflitzt vorne. Och nö. Schön Ballarbeit und dann direkt zum Gegner gespielt, wo er wahrscheinlich eh gelandet wäre. So, Wolf. Was machst du denn, Wolf? Wieso bist du auf einmal langsam und läufst in den Gegner rein? Ball abnehmen irgendwie? Ja, wird nichts. Schwer. Ganz schwer, hier an den Ball zu kommen. Ich entscheide mich immer für die falsche Richtung. Nattermann. Aber da war keine Anspielstation in der Offensive. Wolf hat sich noch nicht gut in Position gebracht. Bellinghausen bringt ihn rein, aber da ist Ortega. So, Rodri, zeig mal, was du kannst. Ja, Adlung, kannst auch mal in die Offensive gehen, ey. Mann, Mann, Mann. Ich stell mal auf offensiv. Weil ansonsten glaube ich, dass wir uns einfach zu weit hinten halten immer. Denn gar nicht nach vorne kommen können. So, Rodri. Aber Rodri ist auch nicht losgesprintet. Ich habe den Ball eigentlich so gespielt, dass er gleich lossprinten soll. Nein, wir kommen nicht an die Bälle. So höchstens, ja. Aber das reicht natürlich nicht, um irgendeine Chance entstehen zu lassen. Da muss ich vielleicht noch einmal auswechseln. Mache ich, glaube ich, auch jetzt schon mal, weil... Stegmeier oder Nattermann? Ich weiß es nicht. Glaube ich,
Nehmen wir Nattermann raus und hau dafür Simon rein. Kurz räuspern, damit die Stimme nicht wegbricht. Also so viel geholfen hat es auch nicht. Geht weg da von meinem Tor. Das ist meins. Was war denn jetzt schon wieder? Wie gesagt, haut ab. Das ist mein Tor. Da habt ihr nichts zu suchen. So, Nattermann. Wolf. Schön, Rodri. Rodri. Zieh ab an den Außenpfosten. Was ist denn hier los? Jetzt wird erstmal ausgewechselt. Nattermann raus, Simon rein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, das war schön. Wolf. Einfach mal raufziehen und da ist er drin. Da kann der Torwart nichts mehr machen. Ohne Stahl. Ohne Chance. Ja, eigentlich schon ein bisschen, ne? War eigentlich direkt auf Torwart, aber er hat ihn nur ins Tor abwehren können. Das hilft natürlich auch nicht. Aber schön durchgespielt von Rodri. Und da ist der Ausgleich. Marius Wolf. Erstes, zweites Bundesliga-Tor für ihn. Na, sagen wir erstes Bundesliga-Tor für ihn. Klingt besser. So. Oh, da war ich sogar noch dran. Beziehungsweise Simon war da noch dran. Düsseldorf hat nochmal gewechselt. Neuen Schwung sollen sie wohl bringen. Oh, Rodri. Schwer, sich da durchzusetzen für ihn anscheinend. Die machen auch zu hier. Was? Abseits? Verdammt. Da wäre der Pass auf Rodri gekommen, der wäre durch. Das wäre das 2-1 gewesen. Also mit etwas Glück können wir das hier noch drehen. Einfach mal weghauen und hinterherlaufen. Super, Simon. Da ist er wieder nicht gestartet. Die starten alle nicht, Leute. Habt ihr denn, weiß ich nicht, braucht ihr ein Starterkabel oder was? Das Abseits. Geht weg da. Genau. Hui, habe ich ihn erstmal angeschrien hier. Glatt durch die Mitte. Okay, das war mehr durch die Mitte, als ich dachte. Na, wo wollen sie hin? Da oben, ey. 80 Minuten gespielt. Oh! Rodri, krieg den doch noch. Rodri! Und da ist der drinne, 2-1. Rodri ist einfach so ein Killer. Alter, das geht ja gar nicht. Schön stark machen. Nochmal gekreuzt hier. Der Grätsche ausgewichen, mehr oder weniger. Und dann Unerstall wieder verladen. Der war sogar noch dran mit dem Knie. Egal, 12. Saisontor. Rodri knipst und knipst und knipst. Jetzt dürfen wir das aber nicht hier wieder verhauen, das Ganze. Sind noch knapp 5 Minuten zu spielen. Ortega, super. So, einmal nach oben zu Strobel. Rodri ist da vollkommen frei vorne. Kriegt den Ball aber nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Stegmeier. Ach. Verdammt. Nicht gut nach vorne gespielt. Allerdings war der Ballgewinn natürlich super. Ach, und wieder den offensiven Pass nicht hinbekommen. Schön in die Beine ruppen. Ja, und jetzt gibt es den Freistoß auch noch. In der letzten Minute. Oha. Mit etwas Pech geht er jetzt nach vorne und wird reingeköpft. Dann kann ich nicht viel machen. Aber den habe ich. Nein. Nein. Oh, das gibt es nicht in der 90. Minute. Düsseldorf macht das Ding. Ist das ärgerlich. Unfassbar. Halleluja. Ich hab's geahnt. Da kann ich dann nichts mehr machen.
haben sie einfach gut gespielt. 2 zu 2. So, jetzt kann eigentlich nur noch eins funktionieren. Außer ich werde hier gefoult einfach. So, jetzt muss ich es so versuchen. Das könnte sogar klappen, Wolf! Nein! Wieso kannst du nicht schießen? Wieso kannst du nicht schießen? So gut durchgespielt und er kriegt's mal wieder nicht hin, einen Abschluss zu machen. Ah, die größte Schwäche des Stürmers ist sein Abschluss. Das ist echt... Thema verfehlt wäre das, ne? 6. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was haben wir denn hier noch? Okoti ist ein bisschen enttäuscht. Ja. Kann man verstehen, kann man verstehen. Und Wolf, ey, sorry, aber das war ja gar nichts. Na gut. Machen wir mal Stritze hier rein und dann Okoti wieder nach oben. In die Startformation. So soll sie im besten Fall aussehen. Unser Siegerteam, momentan zumindest. Ich bin mal gespannt, was das noch wird. Schauen wir mal kurz auf den Kalender, wo sind wir denn jetzt? Noch 2 Spiele diesen Monat und dann ist Februar und dann geht's im Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Dortmund. Das wird ein hartes Spiel, der erste richtig krasse Gradmesser für uns. Ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es schon im nächsten Spiel, weil ich simulieren werde. Ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Bis morgen. Ciao.